Hallo allerseits und willkommen bei einer neuen Folge von Clanvolk. Schön, dass ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leisten wollt. Also, legen wir los. Spinnrad ist fertig, jetzt können wir halt Leingarn herstellen. Den Fasern, die wir eben hergestellt haben. Da müssen wir übrigens auch gucken. Die Fasern, die können noch draußen aufbewahrt werden. Aber das Garn dann nicht mehr. Das ist dann wieder wasserempfindlich. Deswegen machen wir da eine Zone mal eben hier hin. Auch nur vorübergehend. Wo nichts anderes rein soll als dann diese Fasern. Lass mal alles aus. Die nehme ich jetzt mal da rein. Das ist okay. Ich warte aber eigentlich drauf, dass dann die Fasern da sind. Das ist das Blöde, dass das erst auftaucht, wenn es dann einmal hergestellt worden ist. Priorisieren wir auch. Ah. Gucken wir doch mal. Strohbetten. Jetzt scheint das. Vielleicht war es wirklich ein Anzeigefehler eben. Ich weiß es nicht. Jetzt brauche ich auf jeden Fall da wieder das Strohbett rein. Machen wir sie hier auch wieder rein. Ja, es gibt nicht viele Bugs, aber es kann halt natürlich auch welche sein, dass mir die noch gar nicht aufgefallen sind. Und sie sind jetzt nicht spielentscheidend, dass das Spiel dadurch nicht mehr spielbar wäre. Das hier. Okay, da sind wieder Eiskrüge von draußen reingetragen worden. Was ja nicht der Sinn des Ganzen ist, aber sie tauen halt immer jetzt wieder aus, dann ist mir das egal. Das ist auch so okay. Also der Ofen, der bringt wirklich eine Menge. So, jetzt haben wir den Webstuhl freigeschaltet und mit dem Webstuhl haben wir tatsächlich erst die Möglichkeit, dann wirklich Wollkleidung oder halt dann die Leinenkleidung herzustellen. Das wäre halt auch nicht vorher gegangen, deswegen, dass es auch wieder eine Produktionsstätte gebraucht wurde. Das ist auch nicht ganz so günstig, der Webstuhl. Aber den, vor allem der ist auch recht groß. Schöne ist, es war zwar jetzt Zufall, also ich wusste zwar, wie breit das sein wird, aber dass ich genau hier die Palette so gebaut habe, dass ich den hier hinsetzen kann, weil normalerweise braucht er halt in dem Sinne 6 Plätze, aber der ist halt frei und da ist trotzdem noch der Zugang zu der Palette, deswegen können wir den erstmal jetzt so dahin bauen. Da brauchen wir jetzt 40 Bretter für. Das ist nicht wenig. Machen wir mal so viel. Und was brauchen wir noch? Zwirn, das ist kein Problem. Nägel haben wir zum Glück jetzt, dass wir die auch gerade machen. Das heißt, wir haben den jetzt fertig. Für den nächsten Sommer können wir also tatsächlich dann schon mal die Leinenkleidung herstellen. Das Einzige, was dann noch fehlt, ist halt Wolle. Könnte man jetzt schon langsam mal drüber nachdenken, ob man sich dann vielleicht doch Schafe anschafft. Oder ob man es dann wirklich versucht, über den Händler, dadurch, dass wir uns die freischalten, die nächsten Sterne durch Gäste, dass wir da dann irgendwie Wolle kaufen. Ginge halt auch. Dadurch, dass wir halt hier dieses Garn jetzt hergestellt haben, haben wir jetzt auch, dass wir die Harfe bauen können. Dann bauen wir halt auch mal 2 Stück. Dann lassen wir auch fort, weil ich nicht weiß, ob die eventuell kaputt gehen können. Könnte ich mir jetzt eher vorstellen als bei einer Flöte. Oder dass die Saitenreißen abgenutzt werden oder sowas. Also durchaus möglich.
Brauche auch 15 Nägel, okay. Das ist schon ein aufwendiges Instrument. Und die setzen wir dann tatsächlich mal dahin. Allgemeine Lagerzone jeweils. Sperre die zwar erstmal komplett. Obwohl. Ja, wird wahrscheinlich auch erst wieder auftauchen, wenn sie gebaut ist. Und das hat jetzt gerade keine Priorität. Obwohl, da ist ja schon eine. Ha. Okay, die macht Spaß. 2700. Okay, also vom Spaßfaktor her ist es egal. Dann nehmen wir jetzt die Hafen hin. So. Hier wird für Wärme gesorgt. Das ist auch gleich wieder alles aufgetaut. Das sollte halt nicht passieren. Deswegen dann immer gucken, wenn sowas neu entsteht, dass das dann halt in den anderen Lagerzonen gesperrt wird. Und hier ist das dann, dass es freigegeben wird. So. Das kann halt bei vielen Gegenständen dann passieren. Das ist dann blöd. Ich habe genug Äste. Ich lasse jetzt einfach mal hier das Feuer wieder anmachen. Stört momentan nicht. Ziegel 420, das ist gut. Das heißt, ich könnte die Küche jetzt vielleicht mal ausbauen. Natürlich auch mit schickem Fliesenboden, was anderes kommt da nicht rein. Aber das jetzt halt auch um den Brunnen drumherum. Sieht zwar dann merkwürdig aus, ne? Eigentlich ist es halt ja in der Erde drin, aber man kann das dann doch so bauen und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Auch wenn das natürlich so ein bisschen komisch ist, aber dann ist es einheitlich. Und da müssen sie ja nun mal öfter hin. Da hat es halt dann auch, dass es vielleicht sie beeinflusst positiv. Und da ist es da nicht so verkehrt. Dann nehmen wir die mal raus, dann können wir nämlich vielleicht die von da oben da unten noch hinpacken. Und dadurch, dass hier ja geheizt wird, sollte das eigentlich auch auftauen dann über die Zeit. Und die Hälfte des Winters ist jetzt eigentlich auch schon wieder rum. Aber das Haus nimmt halt auch Formen langsam an. Katzen hüpfen noch fröhlich hin und her. Gut, die haben jetzt ein Körbchen mehr, weil ich habe die jetzt nicht zugewiesen, dass das dem Kätzchen nur gehört oder dem Kater. Finde ich unnötig.
So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.